Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich finde die Aufnahmestrategie, die ich momentan habe, ziemlich gut, aber ich hoffe, dass es halt nicht asynchron wird, weil halt das, was passiert... Ich hoffe, das stellt sich so ein, dass die wirklich wissen, ja, das ist ein Zeitdelay und den Ton versetzt man dann auch um diese Zeit. Hoffentlich ist das bei dem Aufnahmeprogramm so, ansonsten habe ich wirklich ein Problem. Alter, das kann ich mir doch nie merken. Nein, das war falsch. Hehehehe, ich bin so schlau. Ah nee, dann verschwindet das. Okay. Ich dachte, das würde so... Ich habe mich einfach an den Linien mal orientiert. Aber die verschwinden, wenn man nochmal daran versucht zu rollen oder so. Okay. Wir haben es aber geschafft. Aber ich weiß schon, warum dieser Teil nicht so ganz mein Lieblingsteil, also nicht mein persönlicher Favorite ist. Ich mag's, aber Ocarina of Time finde ich immer noch besser und Majora's Mask hat auch von den Nebenaufgaben mich voll überzeugt. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Und jetzt frage ich mich, habe ich das eine? Die eine ist... Also... Habe ich den anderen... schon? Ich guck mal. Hier war doch noch einer, oder? Nein, nicht hier. Vielleicht hier? Auch nicht. Ja, dann haben wir den wahrscheinlich. Nein. Nicht noch mal heulen. Da hinten sind zwei. Soll das etwa ein Wink sein? Oh, Prinz Rallis hier vorbeigekommen ist? Also, dies ist die einzige Wasserstraße, die nach Schloss Hyrule führt. Komm, gehen wir ihn suchen. Interessant. Suchen die jetzt Prinz Rallis? Hier gibt es noch drei. Mir fehlen aber vier. Hab dich! Aber ich glaube, diese zwei Lichter da... Ach, dieses eine Licht in zwei Lichter, so. Oder habe ich was übersehen? Nein, hier wird sich nicht angebuddelt. Hier ist keins mehr, ne? Okay. Den Jump da oben, den sparen wir uns mal. Ah. In Hyrule gibt es natürlich auch einen Käfer. Natürlich.
Können wir uns irgendwie nach Hyrule porten? Ich weiß nicht. Haben wir da irgendwie die Möglichkeit? Ich guck gleich mal nach. Ah, natürlich. Ich sehe den... Wo ist er? Ist irgendwo. Au! Komm her! Oh oh. Nein. Dieser Bastard. Alter, komm runter! Hab dich! Aber ich glaube nicht, dass ich da... wie komme ich denn jetzt nach Hyrule? Stimmt! Ah, ich bin auch ein Idiot. Klar, die Zoras haben es doch gesagt. Klar doch. Wir müssen nur den richtigen Wasserweg finden. Der eine führt nach zum See und der andere zu Hyrule. Und das soll hier nach Hyrule führen. Laut den weiblichen Zoras, Zora-Kriegerin. Wir sind auch jetzt bei den Ebenen von Hyrule. Ach, klar doch. Ich muss natürlich ins... nach Hyrule. Und Hyrule ist da oben. Nein, lass mich. So ein Quatsch. Das laber ich. Hyrule ist da unten. Sorry Leute, ich bin irgendwie... Ah! Klar. Ihr habt bestimmt gedacht, da oben, hast du das getrunken? Natürlich ist Hyrule da unten. Ah. Warte mal, da ist ein Tor. Ist mir noch nie so aufgefallen. Kann man da irgendwie eine Abkürzung schaffen? Mehr natürlich interessant. So. Hier ist der Wolf. Den wir natürlich nur... Alter. Den wir natürlich nur als normaler Link treffen sollen. So, ihr beiden... Was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Schon wieder! Ey, das gibt's doch... So! Dreckskerle. Ah.
Und hier haben wir jetzt auch ein Portal. Nett. Das machen sie aber auch ziemlich intelligent, dass man erst nochmal zurücklaufen muss. Und dann schaltet man das Portal frei. Finde ich nur okay. Genau, dem Gespür kann ich ja wieder folgen. Nee, das Gespür führt raus. Ich bin so ein Idiot. Oder? Nee, das führt doch nicht raus. Aber ich sehe auf der Karte, wo es mich hinführt. Warum buddel ich immer? So, jetzt hier rein. Alter. Was ist los? Nanu, seltsam. Da fehlt aber noch ein Tropfen. Wo ist der letzte Strahlentau? Was? Da ist er? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Der letzte Strahlentau. Tja, da müssen wir warpen. Aber ich habe hier noch was zu erledigen. Denn hier gibt's doch irgendwo... Ah. Natürlich auf der anderen Seite. Klar doch. Hier war das irgendwo, oder? Genau hier. Na endlich, endlich fließt das Wasser in Hyrule-Stadt wieder, so wie es sich gehört. Der Typ in dem Zelt in der südwestlichen Stadt. Südwestlichen Straße, also ich halte ihn für einen ziemlichen Aufschneider. Kann ich hier noch nicht rein? Casa Giovanni. Ich dachte, ich könnte hier rein. Wahrscheinlich noch nicht. Ach, stimmt ja. Da passiert ja noch was. Genau, da können wir uns ja hin teleportieren. Natürlich passiert da noch was. Das war aber ein großes... Ein großes Geschwür an Licht, sag ich's mal. So. Okay. Mach das Geschwür schon nochmal aus, weil ich will das Geschwür erst anmachen, wenn ich auf den Plattformen bin. Okay.
Der letzte Tropfen. Es ist auf jeden Fall eine große... Du bist hässlich. Und ich saug dir den Zipfel aus. Scheiße. Na. Was war das denn jetzt? Alter. So, das war das zweite Mal. Wir kennen das ja, aller guten Dinge sind drei. In sogenannten Zelda, nicht in Zelda-Spielen, sondern generell in Nintendo-Spielen halt. Ist es ja immer so. Alter, nein. Ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. Alter! So, das Licht auf dem Bauch. Na komm. Ja. Hua! Das sieht schon eklig aus, dieses Gewabbel. Ach ja, und da ist das Letzte. Eigentlich müsste der schon sehr viel Licht geben. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Und jetzt besorgst du mir den letzten Schattenkristall. Hehehe, man sieht sich. Oh. Hallo, Lichtgeist. Mein Name ist Ranel. Durch deine Hilfe konnten wir Lichtgeister in Hyrule wieder zum Leben erwecken. Nun, Auserwählter! Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich in einem Schrein am Grunde des Hylia-Sees. Nur eins darfst du niemals vergessen. Diese Kraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt,
und dem Zugriff Sterblicher entzogen. Den Text lest ihr dann am besten selbst. Denn der Text ist ziemlich schnell weg. Also ihr könnt auch Pause drücken, wenn ihr den Text lesen wollt. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seeschrein am Grund des Hylia-Sees. Alles klar, und deswegen beende ich jetzt auch mal den Part. Denn wir werden den nächsten Part auf jeden Fall den Eingang suchen und da werde ich die Aufnahme auf jeden Fall nicht. Also wenn wir 20 Minuten, also wenn wir länger als 20 Minuten brauchen, dann lasse ich die Aufnahme einfach laufen und schneide mir das dann zurecht. Weil ich glaube, da könnte es dann sonst Probleme geben, dass ein Part zu kurz wird. Auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns.